Und damit recht herzlich willkommen zu Nano. 1 Million Euro etwa wirft ein altes Kernkraftwerk an Gewinn ab. Und zwar am Tag. Da liegt es auf der Hand, dass in Zeiten brutalstmöglicher Sparpläne, in denen man sogar von den Ärmsten im Land verlangt, den Gürtel enger zu schnallen, auch die AKW-Betreiber zur Kasse gebeten werden. Brennelementesteuer nennt sich das Ganze und sie soll 2,3 Milliarden Euro bringen. Aber, oh Wunder, das wollen sich die großen Energieversorger nicht gefallen lassen und drohen mit einer Klage. Am Mittwoch wird mit der Kanzlerin dann persönlich darüber verhandelt werden. Der eigentliche Streitpunkt sind natürlich die längeren Laufzeiten. 15 garantierte zusätzliche Jahre möchte man raushandeln. Und da sind wir irritiert, denn schließlich hatte es ja einen Grund gegeben, die Dinger auslaufen zu lassen, nämlich das Risiko eines Unfalls. Wie sich jetzt zeigt, ist diese Befürchtung immer noch berechtigt. Biblis A, das älteste deutsche Atomkraftwerk und eines der störanfälligsten. Seit 1974 in Betrieb. Eigentlich sollte es jetzt vom Netz. Doch seit dem Frühjahr steht fest, der Betreiber will die Laufzeit noch um Jahre verlängern. Ist das verantwortbar? Wir fragen nach beim Deutschen Atomforum, dem Lobbyverband der Atomindustrie. Wie sicher sind die ältesten Atomkraftwerke in Deutschland? Ich denke, sie haben ein Sicherheitsniveau von der Anlagentechnik her, das durchaus vergleichbar ist mit den neueren Anlagen. Ist das wirklich so? Bei unseren Recherchen stoßen wir auf Dokumente, die da ein ganz anderes Bild ergeben. Diese internen Papiere aus dem Bundesumweltministerium, die uns exklusiv vorliegen, listen schon 2007 die sicherheitstechnischen Nachteile der 7 älteren deutschen Atomkraftwerke auf. Unter anderem bemängeln die Beamten, dass Werkstoffe zum Teil nicht den modernen Herstellungsstandards entsprechen und das Verhalten der Anlage bei Störfällen, Kühlmittelverlusten deutlich ungünstiger ist. Sicherheitsdefizite, die schwerwiegende Folgen haben können. Das jedenfalls sagt einer, der selbst Atomkraftwerke gebaut hat. Lars Olof Höglund war Chefkonstrukteur bei Vattenfall, ein Insider der Atombranche. Irgendwann kommt bei Atomkraftwerken, genau wie beim Autos oder andere technische Systeme, da fangen die Teile an, alt zu werden. Verschlissen, verrostet, verbraucht in verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Und dann fängt diese Fehlerfrequenz an zu steigen. Das aber habe man gut im Griff, beschwichtigt die Atomindustrie. Die alten Anlagen würden instand gesetzt. Allein in Biblis habe man dafür 1 Milliarde Euro investiert. In jedem Jahr bei jeder Revision werden Systeme ausgetauscht, verbessert. Und so kann man sagen, dass systemtechnisch auch die älteren Anlagen, die in der Bundesrepublik am Netz sind, auf einem sehr aktuellen technischen Stand sind. Hohe Sicherheit dank ständiger Nachrüstung? Stimmt das wirklich? Die internen Dokumente des Bundesumweltministeriums legen das Gegenteil nahe. Darin steht, dass gerade durch die Nachrüstung die Fehleranfälligkeit gestiegen sei. Wie kann das sein? Fest steht, jeder neue Dübel, jedes neue Rohr, jede neue Schweißnaht birgt neue Risiken. Jüngstes Beispiel. Veraltete Technik wird jetzt durch Computerprogramme ersetzt. Doch eben dabei kann es zu neuen Problemen kommen, wie Wolfgang Renneberg sagt. Er war von 1998 bis 2009 Leiter der Abteilung Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Es ist keine Software, kein Programm 100% fehlerfrei. Das Gleiche gilt für elektronische Baugruppen. Auch die sind nicht fehlerfrei. Und es gibt auch keine 100%ige Methode, die alle möglichen Situationen vorwegnimmt, sodass ich diese Baugruppen und diese Elektronik und auch die Software so testen kann, dass ich absolut sicher bin, ein Fehler tritt nicht auf. Man baut natürlich gleichzeitig auch ein unendliches Potenzial für unentdeckte Fehler in die Anlage ein. Es ist im Prinzip unmöglich, alle Funktionen und Fehlfunktionen in so ein computergesteuertes System zu testen. Je älter die Anlagen sind, desto mehr Nachrüstung ist nötig. Heißt das auch mehr Fehler? Ich würde nicht sagen, dass die Anzahl von Austausch oder von Fehlern, die dort passieren, altersabhängig sind. Tatsächlich nicht. Die Bundestagsabgeordnete Silvia Kotting-Uhl hat aus dem Bundesumweltministerium erst kürzlich ganz andere Informationen bekommen.
In der bislang unveröffentlichten Statistik listet das Ministerium die Zahl der technischen Defekte alter Kraftwerke im Vergleich zu den neueren auf. Das Ergebnis ist frappierend. Alte Anlagen sind deutlich störanfälliger als neuere, trotz Nachrüstung. Es kann nicht sein, dass nach einem solchen Wissen, wie wir es jetzt haben, diese Anfälligkeit alter Reaktoren, die ja noch von Jahr zu Jahr zunehmen wird, tatsächlich ernsthaft erwogen wird, die Laufzeiten gerade dieser alten Reaktoren zu verlängern. Das ist unverantwortlich. Alleine die Frequenz ist natürlich beunruhigend. Also je mehr Störfälle, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Störfall sich in ein Unfall oder ein Super-GAU sich entwickelt, natürlich. Dennoch will Bundesumweltminister Norbert Röttgen alte Atomkraftwerke länger laufen lassen, wenn die Industrie nachrüstet. Ein Interview lehnt er ab. Ebenso das ihm unterstellte Bundesamt für Strahlenschutz. Immerhin erklärt das Amt schriftlich, die neuen Zahlen seien Anlass für vertiefende Untersuchungen bei einer Reihe von Atomkraftwerken. Immer mehr Bauteile und Komponentenfehler bei den älteren Anlagen. Wie kann das sein? Wenn Sie ein älteres Auto haben, müssen Sie auch hin und wieder was austauschen. Die Frage ist nur, handelt es sich hier um Auto oder handelt es sich um ein Kernkraftwerk? Und wenn ich davon ausgehe, dass von diesen alten Autos möglicherweise ein gewisser Prozentsatz dann vor dem Baum landet oder in einen Unfall verwickelt wird, weil bestimmte Dinge dann doch nicht so funktionieren, dann kann ich mir das beim Kernkraftwerk nicht leisten. Um das zu ergänzen, in Biblis A, dem ältesten Reaktor Deutschlands, um dessen Laufzeitverlängerung zurzeit gerungen wird, gab es seit der Inbetriebnahme 400 meldepflichtige Störfälle.